Oh, Scheiße, ich bin voll raus. Hallo Leute, ihr habt es gerade gesehen bei meiner schwer schauspielerischen Szene. Viele von euch fahren ja nicht das ganze Jahr durch. Und jetzt kommt ja die Sonne wieder raus. Und was holt man dann wieder aus dem Keller? Das Mountainbike. Was man natürlich hoffentlich im Winter hat warten lassen, wenn man schon nicht fährt, damit das jetzt in einem Top-Zustand ist. Da gehen wir mal von aus, weil da kommen keine Tipps jetzt zu. Jetzt geht's drum. Ich habe natürlich mein ganzes Fahrgefühl, vor allem wenn ihr Einsteiger seid, ist das dramatisch, wenn ihr im Winter nicht fahrt, weil dann werden keine Automatismen und kein intuitives Fahren gebildet. Das ist wie einer, der gerade im Schwimmkurs ist, 3 Schwimmkursstunden hatte und dann ein halbes Jahr nicht mehr schwimmen geht und dann wieder versucht zu schwimmen. Dann ist das einfach noch nicht im Gehirn, die Muskelbewegungen und so, das ist einfach nicht abgespeichert. Aber für alle anderen, die auch jetzt ein halbes Jahr Pause gemacht haben, wegen dem Wetter oder was auch immer, ein paar Übungen heute einfach, um sich wieder ein paar Tipps, wie man einfach wieder ein gutes Gefühl auf dem Rad kriegt. Erster Tipp, fahrt nicht sofort zur ersten Bikepark-Eröffnung, die gerade vor Ort ist, sondern fahrt erstmal dahin, wo ihr euch gut fühlt. 80% meiner Kursteilnehmer fühlen sich auf ihren Hometrails gut. Fahrt da erstmal hin und dann, wir werden das gleich mal vormachen, fahrt erstmal die einfachen Linien. Wenn ihr euch da gut fühlt, dann fahrt die schwierigeren Linien und versucht von Lauf zu Lauf eure Geschwindigkeit zu steigern und vergesst nicht zu atmen. Viele, die lange nicht gefahren sind, sind dann total aufgeregt, der Adrenalin und der Puls geht hoch. Vergesst einfach nicht das Atmen. Atmen bringt einen runter und macht einen ein bisschen ruhiger. Oft liegt es daran, dass wir uns nicht gut fühlen, weil wir vergessen haben, zentral im Bike zu stehen. Bedeutet, ganz viele von uns machen dann den Fehler, auf so einer Wurzelpassage, dann doch wieder hier in die Liegestütze zu gehen und viel Druck auf das Vorderrad zu machen. Versucht, die Bauchmuskeln und die Rückenmuskulatur einfach mal anzuspannen. Weil wenn ihr das macht, ist euer Rücken einigermaßen aufrecht und dann versucht den Druck in diesen Sequenzen vom Lenker, also Light Hands, Heavy Feet, vom Lenker zu nehmen und schön Druck auf die Pedale, weil dann habt ihr vorne und hinten den Druck wieder gleich. Kennt ihr ja von den alten Videos. Das ist mein Megatipp. Nicht zu verkrampft am Bike und auch nicht zu aktiviert fahren, ne? Sondern einfach nur so ganz leicht in die Kniebeuge hier gehen und ganz leicht locker und hier kommt der Druck. Das Bein kann unglaublich viel gut ausgleichen und ganz wichtig, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, ja auch ich habe die hier drunter, einfach anspannen und dann seid ihr automatisch gerade, weil mit angespannter Rumpfmuskulatur kann man schlecht so fahren. So, das war der zweite Tipp. Scheiß Mountainbiking. Mein Top-Tipp für alle, die aus der Off-Season kommen, Sachen üben, die man erstmal nicht so auf dem Schirm hat. Weil wieder vernünftig auf losem Boden, der Boden ist jetzt meist noch nass, rutschig, es liegt Laub, übt Bremsen, Leute. Erstmal vor der Haustür, ich denke, zum Bremsen haben wir oft schon was gesagt. Versuchen mit dem Körper zu bremsen, vor allen Dingen über die Beine, per Pedale runter, dass ihr nicht auf diesen Lenker landet wieder und wieder in diese Liegestützposition kommt, sondern wirklich Druck über die Pedale beim Lenken. Und dann einfach aufrecht bleiben. Ihr habt gesehen, was passiert, wenn man nach hinten geht. Vorne das Rad wird leicht, rutscht sofort weg und man stürzt. Schwer. Nein, man stürzt oft. Also die meisten stürzen tatsächlich auf dem Trail, wenn sie eine Angstblockade bekommen und bremsen müssen, weil sie das Bremsen im Extremfall nicht üben. Übt es auch wirklich auf losem Boden, nachdem ihr es auf festem Boden wieder gut könnt und versucht dann, auch mal extra Vorder- und Hinterrad blockieren zu lassen, vor allem das Vorderrad mal blockieren zu lassen. Wenn man dann einfach in der Kniebeugen-Gorilla-Position bleibt, bleibt das Vorderrad einfach gerade, wenn man halt nicht nach unten guckt, weil man guckt ja beim Bremsen trotzdem dahin, wo man hin will, ne? So, also das ist mein Tipp, Bremsen üben. Nächster Tipp, springen.
viele, die dann ein halbes Jahr nicht gesprungen sind. Oh, ich fühle mich irgendwie beim Springen nicht so gut. Fang nicht sofort an, so wie ihr es bei mir eben gesehen habt, sofort die Sachen, die ihr am Ende der letzten Saison gesprungen seid, zu fahren, dann Angst zu bekommen, zu langsam zu sein. Nehmt euch erst, wie ihr es im zweiten Move gesehen habt, ein Table, einen Sprung, den ihr sicher springen könnt. Und tastet euch ans Springen wieder ein bisschen ran. Fürs Springen muss man erstmal wieder ein bisschen Gefühl bekommen und Selbstvertrauen. Auch hier ganz wichtig, mein Tipp, Körperspannung. Noch ein kleiner Tipp zum Springen. Ich habe jetzt gemerkt, die meisten versauen den Sprung in der Compression, also vor dem Absprung, gar nicht im Absprung. Versucht da einfach euren Oberkörper und eure Beine anzuspannen, damit ihr nicht in den Sprung reinsackt und den wegschluckt, weil dann kommt ihr nicht in die Luft. Nächster Tipp, und das ist für mich der wichtigste Tipp, Leute. Bei allem, was ihr fahrt, stellt erstmal den Spaß und ein geiles Gefühl zu haben in den Vordergrund. Auch wenn ihr das Ding letztes Jahr total safe gefahren seid, wenn ihr so ein bisschen mulmiges Gefühl habt, fahrt lieber die schicken Line und habt aber Spaß und kommt mit einem guten Gefühl nach Hause, weil nichts ist blöder, wie eine Saison zu starten, direkt mit einem schweren Sturz, bei einem blöden Impact, bei einem versauten Sprung oder sowas. Also, erstmal wieder wirklich Spaß in den Vordergrund stellen. Vielleicht fährt man dann halt beim ersten Mal, wenn man im Bikepark ist, einfach nicht jede Line, die man am Ende der Saison gefahren ist. Das überschneidet sich so ein bisschen mit dem Sprungthema, weil aber auch beim Fahren erstmal gucken, kriegt er ein gutes Gefühl. Und ganz wichtig, stellt den Spaß in den Vordergrund. Und jetzt das Allerwichtigste, nehmt euch eine Challenge für das Jahr. Entweder sagt ihr, ich suche mir als Challenge, ich will dieses Jahr das und das an dem Ort fahren. Und darauf übt man dann. Oder man setzt sich als Challenge, ich will dieses Jahr 10 neue Mountainbiker kennenlernen, mit denen ich zusammen fahre. Irgendwas Cooles, was Spaß macht, was einen coolen Hintergrund hat. Nehmt euch das als Challenge und dann ist der Start ins Jahr schon sehr viel einfacher, weil dann habt ihr ein Ziel. Weil wenn man kein Ziel hat, weiß man auch nicht, welchen Weg man nehmen soll. Das waren ein paar Tipps, wie ihr nach der Saison, nach der schwierigen Off-Season, wieder in die In-Season kommt und einfach wieder Bikepark-fit oder Trail-fit werdet. Was mir übrigens immer hilft, deswegen habe ich übrigens auch auf meinem Big Bike tatsächlich unter anderem diese Rahmenschutzfolie gewählt. Wenn ich an sowas hier denke, dann ich tue es quasi immer in die Relation setzen und denke dann, Alter, wenn ich überlege, was die mit den Fahrrädern machen, ja, natürlich haben die ohne Ende mehr Skills als ich, aber dann habe ich nie die Sorge, dass irgendwas nicht geht oder so, sondern es ist immer die Grenze, bin eigentlich immer ich. Ich setze immer die Grenze und mein Kopf. Nicht das Material und eigentlich auch nicht meine Fähigkeiten. Ich glaube, eigentlich würde es gehen. Ihr kennt selber, der Kopf ist extrem wichtig. Deswegen mein Tipp, macht auch viel Mentaltraining. Ne? Geht relativ früh an die Sachen dran, die euch vielleicht ein bisschen schwer fallen und versucht früh Erfolgserlebnisse zu kriegen. Daniel hat letztens ein Video zum Thema Affirmation gemacht. Positiv sein, bejahen und nicht immer da stehen und jeden Stein sehen, der vielleicht schlecht ist, sondern einfach lieber an das Gefühl denken, wie geil das ist, eine Landung zu treffen. Positiv denken, Leute. In diesem Sinne, euer Thomas ohne Haar und ich freue mich auf jeden von euch, den ich 2023 wo auch immer einfach treffe. Ciao, euer Thomas. Scheiß Mountainbiking. Ich auch gegen den Baum gerollt bist.